Ja, hallo, liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Ich freue mich, Sie beim Modul zum Thema Arbeitserleichterung durch freie Bildungsmaterialien begrüßen zu dürfen. Nun, was erwartet Sie in diesem Modul? Zunächst werde ich Ihnen eine Definition für freie Bildungsmaterialien geben, damit Sie auf der Suche für Ihre Lehre oder Ihr Studium die richtigen Materialien erkennen können. Danach werde ich auf die Vorteile für Ihre Forschung und Lehre eingehen, die für Sie durch die Nutzung und Erstellung von freien Bildungsmaterialien entstehen. Mit Fokus auf Ihre Praxis werde ich Ihnen danach gute Plattformen und Suchmöglichkeiten von freien Bildungsmaterialien aufzeigen, die Sie zum Beispiel in Ihrer Lehre, Referaten oder Abschlussarbeiten verwenden können. Im Anschluss zeige ich Ihnen noch weiterführende Links und Angebote zum Thema. Was also sind freie Bildungsmaterialien? Laut Definition der UNESCO handelt es sich dabei um Bildungsmaterialien jeglicher Art und in jedem Medium, die unter einer offenen Lizenz stehen. Doch was ist hierbei mit offener Lizenz gemeint? Auch hier gibt es natürlich eine Definition, diesmal vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Laut dieser gestatten freie oder auch offen genannte Lizenzen der Allgemeinheit unter bestimmten Bedingungen die unentgeltliche Nutzung eines Werks. Sprich, die Verwendung von freien Bildungsmaterialien kostet vor allem für die Nutzerinnen und Nutzer kein Geld. Im Gegensatz zu beispielsweise teuer zu erwerbenden Infografiken oder auch Lehrbüchern. Auf die hier genannten Bedingungen werde ich im Verlauf dieses Moduls noch einmal genauer eingehen. Freie Bildungsmaterialien bringen Ihnen einige Vorteile für Ihre Forschung und Lehre. Wenn Sie freie Bildungsmaterialien nutzen, sparen Sie dadurch zunächst vor allem Zeit und Geld. Beides können Sie dann für Ihre Forschung oder Ihr Studium verwenden. Zudem vermeiden Sie Konflikte beim Urheberrecht, die entstehen können, wenn Sie Bildungsmaterialien ohne eindeutige freie Lizenz verwenden. Wenn Sie freie Bildungsmaterialien erstellen oder die von anderen Personen aktualisieren, erhöhen Sie dadurch Ihre eigene Sichtbarkeit für andere Personen in Ihrem Fachgebiet. Beispielsweise, wenn Sie die freien Folien über Photosynthese einer renommierten Wissenschaftlerin oder eines renommierten Wissenschaftlers mit neuen Forschungsergebnissen aktualisieren, wird nicht nur die Autorin bzw. der Autor auf Sie aufmerksam, sondern auch alle anderen Forschenden, die von da an ihre aktualisierten Materialien für ihre Lehre wiederum verwenden können. So können auch neue Kooperationen entstehen oder sich neue Stellen für Sie eröffnen. Ein weiterer Vorteil ist, dass auch andere Personen ihre Materialien erneut aktualisieren und freistellen können, wodurch der Aufwand einer ständigen Aktualisierung auf mehrere Schultern verteilt wird. Natürlich erfordert dies eine aktive Community, die gemeinschaftlich an Materialien arbeitet. Die Idee von freien Bildungsmaterialien ist somit vor allem, dass das Wissen, welches durch Steuergelder von Forschenden angesammelt wird, auch frei und unentgeltlich für alle zur Lehre zur Verfügung steht und stetig aktualisiert werden kann. Bei der Nutzung von freien Bildungsmaterialien müssen Sie auch auf ein paar Dinge achten. Denn freie oder offene Lizenz im deutschen Urhebergesetz ist nicht gleichzusetzen mit mach, was du willst. Um auf der sicheren Seite zu sein, geben Sie immer die Urheberin bzw. den Urheber der von Ihnen verwendeten Materialien an, sowie die zugehörige Lizenz. Im besten Fall fügen Sie auch den Link zum ursprünglichen Werk ein, spätestens in Ihren Quellenangaben. Bei der hier verwendeten Abbildung sehen Sie einmal, wie das aussehen kann. Alle Abbildungen in diesem Modul stehen unter einer offenen Lizenz und wurden von mir zum Teil farblich oder inhaltlich angepasst. Den Link zu diesen Bildern finden Sie auf einer späteren Folie zu den Quellen. Zudem sind alle Module dieser Reihe freie Bildungsmaterialien und stehen unter der offenen Lizenz CC BY 4.0. Von der nationalen Plattform ordr.info wird die etwas umfassendere Tulu-Regel bei der Verwendung von freien Bildungsmaterialien empfohlen. Dabei sollte zusätzlich der Titel des Werks und der Ursprung angegeben werden. Weitere Informationen und Beispiele finden Sie dazu auf der Webseite oer.info. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in unseren Quellen. Hier noch drei praktische Hinweise. Prüfen Sie, bevor Sie fremde Bildungsmaterialien nutzen, unter welcher Lizenz diese veröffentlicht wurden und welche Nutzungshandlungen diese Lizenzen erlauben. Beachten Sie, dass Abbildungen und Grafiken nicht immer unter der gleichen Lizenz stehen wie der restliche Inhalt einer Ressource. Und drittens,
auch bei Materialien, die ohne Lizenzangabe veröffentlicht wurden, was bedeutet, dass die Urheberin bzw. der Urheber alle Rechte vorbehält, ist zumindest das Zitieren erlaubt. Sie können dann Textauszüge oder Abbildungen unter der Angabe der Urheberin bzw. des Urhebers und der Fundstelle ihrer eigenen Lernmaterialien übernehmen. Jetzt habe ich Ihnen viel über Lizenzen im Allgemeinen erzählt, doch was sind Beispiele für konkrete Lizenzen? Ein Beispiel sind die CC-Lizenzen, welche sich in der letzten Zeit vor allem im Bereich der freien Bildungsmaterialien und der Forschung größtenteils durchgesetzt haben. Das CC leitet sich vom Namen der Non-Profit-Organisation Creative Commons ab, welche für Urheberinnen und Urheber vorgefertigte Lizenzverträge anbietet. Somit muss ich mich nicht erst aufwendig mit einer Juristin oder einem Juristen zusammensetzen, um die Bedingungen der Verwendung meiner Materialien festzulegen, sondern kann auf die vorgefertigten Lizenzverträge zurückgreifen. Lizenzverträge legen Bedingungen fest, unter denen andere Nutzerinnen und Nutzer Materialien weiterverwenden dürfen. Solche Bedingungen hatte ich bereits bei der Definition von freien Lizenzen angesprochen. Bei CC-Lizenzen bestehen sie aus einer Zusammensetzung folgender Module. Zunächst bei. Dies erlaubt die Nutzung, Weitergabe nur mit Namensnennung. Die Abkürzung NC steht dafür, dass diese Materialien nur nicht kommerziell benutzt werden dürfen. ND steht für, dass keine Bearbeitung des Materials erlaubt ist. Und SA erlaubt die Weitergabe nur unter gleichen Bedingungen, sprich mit der gleichen Lizenz. Weitere Informationen zu CC-Lizenzen und deren Verwendung empfehle ich Ihnen das nächste Modul Rechtsfragen beim Veröffentlichen von Peter Brettschneider innerhalb dieser Fortbildungsreihe. Wenn Ihnen vor lauter Lizenzen schon der Kopf schwirrt, empfehlen wir Ihnen für Ihre freie Bildungsmaterialien kurz und knapp die Verwendung der CC-Lizenzen CC BY 4.0 und CC BY SA 4.0. Da diese das Verwenden, Umgestalten und Kombinieren von Inhalten ermöglichen und somit alle Vorteile von freien Bildungsmaterialien eröffnen. Nun sind Sie bestens gerüstet für die Suche nach freien Bildungsmaterialien. Doch wo anfangen? Zum einen gibt es die OER-Plattform für Materialrecherche, wie zum Beispiel das landesspezifische zentrale OER-Repositorium der Hochschulen in Baden-Württemberg. Links zu weiteren Plattformen finden Sie auf der Webseite des Team E-Learning der Universität Konstanz. Diesen Link finden Sie später auch in den Quellen. Was viele nicht wissen, ist, dass Sie in Suchmaschinen einen Filter für offene CC-Lizenzen aktivieren können, zum Beispiel bei Google, YouTube oder SoundCloud, und Sie sich so die Suche nach freien Bildungsmaterialien erleichtern. Wenn Sie auf der Suche nach einzelnen Grafiken, Audiodateien oder Videos sind, haben wir hier eine kleine Sammlung für Sie zusammengestellt. Bitte prüfen Sie trotzdem jeweils die Lizenzbedingungen, da einige Plattformen eigene Lizenzverträge nutzen und nicht nur auf CC zurückgreifen. Ein Beispiel für Grafiken wäre Pixabay, Flickr oder die Wikipedia-Sammlung Public Domain Image Resources. Frei lizenzierte Audiodateien finden Sie unter anderem hier, beim freemusicarchive.org oder bei SoundCloud. Weitere Plattformen finden Sie ebenfalls auf der Creative Commons Webseite. Bei Videos gibt es bisher ein insgesamt eher geringes Angebot. Auf YouTube können Sie zum Beispiel mit der Filtereinstellung Creative Commons nach Videos suchen, die Sie weiterverwenden können. Alle zuvor genannten Links zu Materialien finden Sie auf unserer Open Science OER Webseite und auf den Webseiten des Team E-Learning. Für eine individuelle Beratung zu freien Bildungsmaterialien und allen weiteren Open Science Themen schicken Sie uns bitte eine Anfrage. Für eine Vertiefung zum Thema freie Bildungsmaterialien finden Sie auf der Webseite oer.info zahlreiche Artikel, Videos und Hinweise zum Thema. Hier noch einmal die Übersicht über alle Kursmodule. Sie haben soeben das Modul Nummer 5, Arbeitserleichterung durch freie Bildungsmaterialien, besucht. Als nächstes folgt das Modul Rechtsfragen beim Veröffentlichen von Peter Brettschneider. Für eine weitere Vertiefung finden Sie hier die Quellen des vorliegenden Moduls, sowie hier die Abbildungsnachweise. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und die Teilnahme an diesem Modul und hoffe, Sie ein wenig für das Thema freie Bildungsmaterialien begeistert zu haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Verwendung und Erstellung von freien Bildungsmaterialien.